Sicherheitsgründen von der UEFA auf 30.000 reduziert werden mussten. Und diese 30.000 Karten sind natürlich längst verkauft. Sie hätten die Arena gut und gern zweimal ausverkaufen können. Normalkunden, Sponsoren, Journalisten. Die Nachfrage war riesig, doch es hagelte Absagen mangels Platz. Heute Morgen noch wollte Christoph Daum mit dem VfB Stuttgart seinen Besuch ansagen. Doch auch er und seine Spieler werden vor dem Fernseher sitzen. Ja, das Fußballfieber in der Pfalz. Heute Abend geht's in höchste Höhen. Traumlos Barcelona. Wahrscheinlich haben Sie vom Sieg geträumt. Wir träumen immer von Sieg. Und Barcelona ist ein reizvolles Ziel. Das war uns schon bei der Auslosung bewusst. Und wir haben natürlich eins der schwersten Lose überhaupt erwischt. Wir haben 2-0 verloren. Wir werden heute alles dran setzen, den Spieß umzudrehen. Sehr viel Geld ist im Spiel. Es wird in 2 Vierergruppen ausgespielt. Das Viertelfinale, das heißt, 3 Heimspiele wären garantiert. 10 Millionen Bruttoeinnahme würde das bedeuten. Nehmen wir mal an, es klappt heute Abend. Was macht Kaiserslautern mit so viel Geld? Ja, was machen wir mit so viel Geld? Erstmal müssen wir, wie gesagt, heute das Spiel gewinnen. 10 Millionen ist rein spekulativ, aber es ist natürlich eine sportliche, finanzielle, reizvolle Angelegenheit, in diese Vierergruppe reinzukommen. Alle 3 Spiele werden 100% in Tagen ausverkauft. Wir könnten einiges mit dem Geld anfangen. Beispiel? Wir müssen unsere Tribüne, die hinter uns steht, die muss neu gebaut werden. Wir können sie mitfinanzieren. Wir könnten unseren Spielerkader halten, ergänzen, verstärken. Also es gibt genug Möglichkeiten. Denken wir mal negativ. Was ist, wenn es nicht hinhaut? Also wir können bei dem Spiel nur gewinnen. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben in den letzten 2 Jahren so viel erreicht. Meisterschaft, Pokal. Und wir haben einen super Zuschauerschnitt. Das wäre ein schönes Zubrot, aber wie gesagt, wir können im Grunde genommen nur gewinnen. Tipp? Ja, ich tippe, dass wir weiterkommen, wie auch immer. Danke. Heute